Die positive Absicht, das gut zu gründen, lag darin, dass wir wollten, dass Chancengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit in die DNA der Hochschule kommen. Wir wollten die Breite der Beuth-Hochschule abbilden, Gender und Technik, meine Kollegin aus dem Fachbereich 1, ich aus dem Fachbereich 8, wir bilden die Spannbreite ab. Aber ich halte das insbesondere jetzt für sehr wichtig, Gender und Technik nochmal gemeinsam zu denken im Zeitalter der Digitalisierung. Hier wird abgebildet, wie die Gesellschaft ist. Die Funktion des GUTS, dieser Kristallisationspunkt, das ist auch ein Think Tank. Also verschiedene innovative Ideen entstehen hier. Es werden Pilotprojekte gestartet, meistens auch mit Drittmitteln. Aber es gibt den Raum, einfach Sachen auszuprobieren, die so im Hochschulalltag sonst einfach gar nicht möglich erscheinen. Und dann, wenn das eben gut geglückt ist und so, dann Impulse in die Hochschulentwicklung reinzugeben und das dann zu etablieren. Einfach zum Wohl aller. Also heute hat das GUTS Geburtstag und am Geburtstag vom GUTS kann man dem GUTS was wünschen. Ich wünsche euch, haltet durch und habt weiterhin so viel Mut, euch auch für Frauenförderung einzusetzen. Ich wünsche dem GUTS weiterhin ein tolles Team, weil ich in 10 Jahren festgestellt habe, dass alles, was wir tun, nur dann funktioniert, wenn das Team super funktioniert. Weiterhin solch ein tolles, engagiertes, verlässliches Team, weiterhin ambitionierte Ziele, aber auch einen langen Atem, um das alles umzusetzen.